Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sims 4 Tutorial. Wie schon angekündigt, zeige ich euch heute, wie man die Selbstsicherheit der Sims cheaten kann. Und zwar haben wir ja seit Zusammenwachsen im Spiel, also es kam mit dieser Erweiterung, Selbstsicherheit im Spiel. Und zwar, wenn ich jetzt hier auf Sam gehe, bei den Kindern kann man sehen, sie haben entweder neutrale, hohe oder niedrige Selbstsicherheit. Und wenn sie älter werden, wenn ihre Selbstsicherheit hoch ist, dann bekommen sie das Belohnungsmerkmal hohe Selbstsicherheit. Und wenn sie niedrig ist, bekommen sie das Belohnungsmerkmal, also Belohnungsmerkmal in Anführungszeichen, niedrige Selbstsicherheit, das sie dann eben als Teenager und Erwachsener und halt später auch noch haben können. Und dieses Merkmal kann man aber nicht nur durch das Gameplay bekommen, sondern man kann es auch cheaten. Und das zeige ich euch heute mal hier an Alina. Wir sehen hier, Alina hat gerade weder das Merkmal hohe Selbstsicherheit noch geringe Selbstsicherheit. Das cheaten wir jetzt gerade erst. Und um das zu ercheaten, müsst ihr zunächst mal die Cheats im Allgemeinen aktivieren. Dafür öffnet ihr das Cheat-Fenster auf der Tastatur mit STRG, SHIFT und C. Also erst STRG und SHIFT drücken und gedrückt halten und dann auch noch C dazu drücken. Wenn ihr damit Schwierigkeiten habt, ich habe ein komplett eigenes Tutorial nur dazu gemacht. Das verlinke ich euch jetzt in der rechten oberen Ecke. Da zeige ich es nochmal genauer und langsamer, also guckt da gerne auch mal vorbei, wenn euch das schwerfällt. Und dann gebt ihr zunächst mal ein Testing Cheats, Leerzeichen True und geht auf Enter. Jetzt seht ihr hier, die Cheats sind aktiviert. Wenn euch das ein bisschen zu schnell ging, könnt ihr das Video natürlich immer pausieren und ich schreibe euch die Cheats auch immer in die Infobox. Dann könnt ihr sie eigentlich auch einfach nur reinkopieren, wenn euch das lieber ist. Und jetzt zunächst mal, um niedriges Selbstbewusstsein zu cheaten, gebt ihr ein Traits. Equip, Unterstrich, Trait, Leerzeichen, Low Self Esteem, in einem Wort. Und dann geht ihr auf Enter. Und jetzt seht ihr hier, Alina hat auf einmal geringes Selbstbewusstsein als Belohnungsmerkmal, die Arme. Und das beeinflusst dann eben auch das Gameplay ein bisschen, also dass die Sims dann eben auch wirklich unsicherer sind und schneller ängstlich sind und so weiter. Genau, ihr könnt dieses Merkmal aber nicht nur dazu cheaten, ihr könnt es auch wieder entfernen. Also wenn ihr im Gameplay aus Versehen dieses Merkmal bekommen habt und ihr möchtet es nicht mehr haben, könnt ihr es auch wieder entfernen. Und zwar, wenn ich jetzt nochmal den Cheat von eben nehme und dafür drücke ich einfach hier in die Cheat-Leiste rein und drücke dann auf meiner Tastatur den Pfeil nach oben, dann sehe ich hier nochmal den Cheat, den ich eben zuletzt eingegeben habe. Wenn ich jetzt hier dieses Merkmal statt hinzufügen entfernen möchte, gebe ich einfach statt Equip Remove ein. Also ich nehme hier dieses Equip weg und schreibe dann stattdessen Remove. Und dann habe ich dadurch automatisch den Cheat, der das Merkmal wieder entfernt. Also es ist fast gleich, eben nur bis auf dieses eine Wort. Und gehe hier auf Enter. Und dann sehen wir hier das Merkmal niedrige Selbstsicherheit ist wieder weg. Und jetzt cheaten wir als nächstes ein hohes Selbstbewusstsein. Und dafür geben wir einen sehr ähnlichen Cheat ein. Und zwar traits.equip-trait. Leerzeichen, High Self Esteem, auch in einem Wort. Gerade mal checken, habe ich es richtig geschrieben? Ja. Und dann geht ihr auf Enter und schon hat sie ein hohes Selbstbewusstsein. Und das macht im Gameplay auch, was man sich vorstellt, also dass die Sims einfach selbstsicherer sind und weniger schnell ängstlich und verunsichert. Und das könnt ihr auch genauso, wie ich das eben gezeigt habe, auch wieder entfernen, wenn ihr das wolltet. Also dann nehme ich hier nochmal den Cheat von gerade. Und dann könnte ich einfach auch hier einfach statt Equip Remove eingeben. Und dann würde ich das Merkmal auch entfernen. Das möchte ich nur gerade nicht. Ich möchte, dass sie das hohe Selbstbewusstsein behält, also mache ich das nicht. Und hier oben das Cheatfenster könnt ihr wieder schließen, indem ihr auf Escape geht und dann ist es wieder zu. Genau, aber so cheatet man hohes und niedriges Selbstbewusstsein in den Sims 4. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn es für euch hilfreich war, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, damit ihr kein weiteres Tutorial mehr verpasst. Ich mache im Moment jeden Dienstag ein neues Tutorial, also es kommen im Moment wirklich viele dazu. Ich verlinke euch auch in der rechten oberen Ecke die Tutorial-Playlist, da sind jetzt wirklich schon einige drin. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr möchtet. Wenn ihr noch irgendein Tutorial sehen möchtet, was ich noch nicht gemacht habe, was nicht in dieser Playlist drin ist, schreibt mir gerne einfach einen Kommentar. Ich erkläre euch total gerne irgendwelche Sachen in den Sims 4, zumindest wenn ich selber weiß, wie das geht natürlich. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!